So, hallo. Wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Ich bin deutlich beruhigt. Es hat nicht in der Aufnahme geleckt. Es hat tatsächlich nur, in Anführungszeichen, der PC geleckt. Aber das hat sich nicht auf die Aufnahme ausgewirkt. Glück gehabt, würde ich sagen. So, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Und haben noch irgendwo kleine Missionen, bevor wir die große hier machen. Irgendwo waren noch kleine Missionen. Ich meine, ich kann es auch... Achso, haben wir hier Crocs oder so verpasst? Nein. Ich muss mal die anderen Missionen noch kurz abgucken. Da war nichts. Ist jetzt nicht wahr. Weiß auch wo. Ich hab's mir noch gedacht, als wir dort waren, warum kann man denn da runterlaufen? Da ist doch nix. Da ist ein Krog. Also nochmal mit Yunobo durch die langweilige Mission. So viel zu, wir kämpfen nicht mehr mit Yunobo. Der ist langweilig. So viel dazu. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Also zum einen kann man hier zurücklaufen. Da könnte also was sein. Das ist schon mal stabil, gar nichts. Dann ist der Weg hier nach oben offen. Da ist ebenso einfach gar nichts. Kann ich die neu starten? Nee, ich kann nur abbrechen. Ah. Naja, zeitlich dürfte noch genug sein. Ach, so ein Käse mit diesen Crocs, ey. So, aber eine Idee habe ich noch. Zum einen kann man hier noch hin. Da ist auch nichts, okay. Gibt es immer noch einen Gang, den wir noch nicht gegangen sind. So sieht's aus. So, hier kann ich nämlich auch noch runterlaufen. Da, wo ich jetzt stehe, an dieser Abzweigung. Ne? Leider. Kann ich hier auch noch runterlaufen. Wahrscheinlich ist dann da unten der Krog. Also wenn er da nicht ist, dann weiß ich es nicht. Hast du alles. Wäre ich halt runtergelaufen, als ich es mir gedacht habe. Ach, so ein Quatsch, ey. Mahlzeit! Yahoo! Überhaupt nicht. Was interessieren mich die Kleinen? Man kommt ja auch so auf 300. Ach, ganz im Ernst. Die Kleinen, die Großen, wollte ich sagen. Mach
Eben gerade, weil man mit den Kleinen locker auf 300 kommt. Mahlzeit! Eben gerade deswegen. Das war nur zum Aufwärmen. Du bist jetzt ja genug aufgewärmt, ne? Naja. Ich habe aber auch einige bisher ausgelassen. Und die nochmal zurücklaufen. Ist okay. Euch mach ich platt! Ja, ich habe schon ein bisschen was auf dem Weg hierher liegen lassen. Ich dachte, es reicht. Stellt sich raus, es reicht nicht. So, aber jetzt reicht's. Easy. Jetzt wieder gegen die vier. Wahrscheinlich sind es zwei Magma Rocks. Keine Lust. Überhaupt keine Lust. Boah, das ist echt so eine Mission, da könnte ich einschlafen einfach die ganze Zeit. Na komm. Da können wir es zumindest so beschleunigen. Ja, geht doch. Ja, schaffst du. Siehst du? So einfach kann es sein. Einfach keinen Spaß, gegen dieses Ding zu kämpfen. Wenn man kaum was abzieht. Meine Nerven. So.
So, weg mit dir. Oh Gott, ey. Diesmal auch mit Grog. Diesmal auch mit Grog. Ich muss kurz was trinken. Es ist so ermüdend, solche Missionen zu spielen. So. Weil man halt so Kämpfer hat, ne? Es geht halt einfach nichts voran. Das ist wie wenn du einen Baum fällen willst und hast eine Pfeile in der Hand. So ist das. So, da habe ich nicht auf die Waffen geguckt, ist jetzt auch egal. Mein Gott. Shish. Huch. Verteidige die Akla-Festung. Link verprügelt jetzt erstmal wieder alles. Ich glaube, Zelda hilft ihm dabei. Das passt. Ab dafür. Ich glaube auch fest an mich. Boah. Zu viel Kohlensäure jetzt im Bauch. Eieiei. Okay. Komm, wir laufen mal wieder hier. Entschuldigung, oh Gott, jetzt stößt mir hier die ganze Zeit die Kohlensäure auf. Ui. Ja, aber jetzt leckt nicht mal mehr die Aufnahme. Also, es hat auch vorhin das Video, wie gesagt, nicht geleckt, na, zum Glück. Der ganze Computer hat aber geleckt. Ich weiß nicht, woran es lag. Keine Ahnung. Es hat sich zum Glück nicht auf die Ausnahme... Ich will immer sagen, auf die Aufnahme ausgewirkt. Und es wird einfach auf die Ausnahme draus. So, wir verteidigen die Vorposten. Easy. Das Hauptquartier darf übrigens nicht fallen. Das ist wahrscheinlich das hier vorne. Ja, gut. Ist okay. Zack, Nummer 1. Ach, das ist er gar nicht. Das ist gar nicht der Vorposten. Das hier ist der Vorposten. Auch in Ordnung. Aber dann wäre es ja gut, wenn Zelda... Ach so. Schau mal hier hin wuselt. Tschüss. Easy. Was ist denn hier kaputt? Oha. Einfach ein stabiler schwarzer Hinox. Aua. Aua. So, weg mit euch beiden.
Okay. Ich übernehme, Link. So ist es. Gut übernimmst du, Zelda. Richtig gut. Wow. Fantastisch, wie du übernimmst. So sieht's aus. Ja, Zelda haut schon ganz gut rein, muss man sagen, mit ihrem Bogen. Ah, das war gar nicht der wichtige. Oh. Dachte ich, ich bin richtig. Bin ich wieder nicht richtig. Alles gut. So, hier ins Gesicht. Zornwächter wurden gesichtet. Ah, ja. Auch interessant. Aber jetzt haben wir erstmal hier alles eingenommen. Zack. Und tschüss. So, das waren alle drei Vorposten. Das war's. Ich muss nicht mal gegen die Zornwächter kämpfen. Ich muss einfach nur die drei Festungen einnehmen außenrum und das war's. Okay, cool. Vorposten. Gut. Soll mir recht sein. Kurze Mission. Angenehm. Sehr angenehm. Armreif der Erleuchtung, okay. Ja gut, soll mir recht sein, habe ich nichts dagegen. Solche Missionen im Gegenzug sind dann wieder viel, 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 viel besser, weil sie kurz sind, weil sie nicht lange dauern. Das ist das Gleiche. Ich höre einfach auf zu reden. Oh. So, Gegenangriff der Wächter. Wir verprügeln noch mehr Wächter. Diesmal ist Link dabei, Zelda ist dabei und... Och ja, warum nicht? Mifa ist dabei. Ich möchte für alle nur das Beste. So ist es. Boah, wir wären so schneller mit manchen Missionen fertig gewesen, wenn ich dieses Charakter schicken und so schon viel eher genutzt hätte. Das habe ich nie als so wichtig erachtet, dass ich es getan habe. Leider. Das ist echt ärgerlich. Es läuft so schön, wenn man Charaktere hat, die man schicken kann. Wenn man nicht gerade zufällig auch noch... Oh nein, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, ob es ja auf den Missionen Crocs gab. Ich muss die Missionen alle gleich nochmal durchgucken, ob es da Crocs gab. Ich habe wieder nicht geguckt. Ich muss da mehr drauf achten. Sonst spiele ich alles doppelt und dreifach. Nur weil ich nicht drauf... Ah, mein Gott! Okay, wo ist Zelda? Da. Ja gut, dann kann Zelda ja schon mal zum ersten Eiswächter gehen. Wo ist Mifa? Hier. Ja gut, dann ist Mifa ja auch schon beim ersten Wächter. So, das kriegt er jetzt gleich mit ab hier hinten. Wusch! Ich wollte gerade sagen, wo hat sie den anderen Wächter hingezündet, aber da ist er noch. Alles noch da, leider. Alles noch da an Ort und Stelle. 20 Minuten hat man für die Mission. Ja, seid ihr denn des Wahnsinns? Die 20 Minuten werden wir ja wohl hoffentlich nicht brauchen. Und tschüss. So, Link zieht einmal weiter.
und ist unterwegs hierhin. Oh, das sind ein paar Zornwächter. Okay. Wir gehen zu Zelda. Ich übernehme Link. Zelda verprügelt jetzt erstmal einen Eiswächter. Sehr schön. Naja. Besser laufen können. Aua. Es ist vorbei. Vielleicht verprügelt auch der Eiswächter eher erstmal Zelda. Das ist auch in Ordnung. Halt. Ich frage dich. Da. Sehr gut. Adieu, Eiswächterchen. Das war's mit dir. Wir laden mal ganz kurz noch Zeldas A weiter auf. Na gut, viel mehr ist hier nicht. Da sind noch zwei Gegnerchen, aber... Wie gesagt, viel mehr ist hier nicht. Okay. Zelda geht weiter hierhin. Und wir wechseln zu Mipha. Mipha, ich werde es versuchen. Es ist schön, dass du es versuchen wirst, Mipha. Das ist sehr schön. Alter, ich habe keinen Überblick, aber es passieren Dinge. Lol. Lol. Alter, alles passiert gleichzeitig. Okay. Ja, der ist auch weg. Ich bin bereit. Gut. Das war die Nummer. So, aber Mipha kann gleich weitermachen. Hier ist nämlich noch mehr Spaß. Kommt mal her, Kollegen. Kommt mal alle her. Alle. Ja, 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 ja. So, hier, zack. Genau. Ich darf nicht verlieren. Keine Zurückhaltung. Und ab dafür. Wir waren siegreich. Ich beschütze alle. Ja, weg. Ausweichen. Boah. So, ich kann da nicht. Da ist was im Weg. Nicht gut. Ich dachte, ich treffe den Zornwächter auch. Das hat ja nicht so funktioniert. Das hat ja nicht so gut funktioniert, wie ich das wollte. Weg! Der schießt einfach durch den durch. Was ist das denn? Das ist ja frech. Aua. Na, jetzt mach ihn doch weg. Sehr schön. Bleibt nur noch der Zornwächter übrig. Den haben wir gleich mal mit weggezündet. Na, noch nicht so ganz. Ich gebe nicht nach. Aber so sieht doch das jetzt ganz gut aus. Ich gebe nicht nach. Yikes, yikes, yikes. Okay, trifft mich so nicht. Aua. Ich
Okay, wir nehmen mal ganz schnell was zu essen, weil viel mehr solche Treffer kann ich nicht mehr verkraften. Ich darf nicht verlieren! Da, da, ja. Ey. Keine Zurückhaltung. So, jetzt aber. Jetzt macht der erste Zornwächter hier einen Abflug. Alter! So, ciao Mifa, viel Spaß hier unten. Link hat auch ein bisschen Spaß, aber auf andere Art und Weise. Na. Aua. Gut, einmal noch. Sehr schön. Und tschüss. Ah, reicht noch nicht. Aber gleich. Wow. Super getroffen. Das war nicht, was ich wollte. So, machen Abflug. In Jung. Zelda. Kriegst auch zwei Momente, Zelda. Ist okay, kein Problem. Alles gut. Nee, den anderen wollte ich. Wo ist er? Da. Sehr schön. Nun gut. Mit dieser Macht. Was machst du denn da? Nein. Oh. Aua. Ach, kommt schon. Link. Ist mir zu doof. Das ist mir zu blöde. Soll Link das beenden? So, jetzt. Und tschüss. Jetzt kann Zelda wieder weitermachen. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Nicht den da. Den sollst du anvisieren. Ja, jetzt haben wir den richtigen Kollegen. Mensch, Mensch, Mensch. Was eine Schlacht. Ganz viele Wächter. So. Oha. Königsschwert. Ritterschwert. Aber alles nichts Spezielles. Nee. Ja, schon klar. Hä?
Ja, es kann alles weg. Es ist egal. Es kann alles weg. Ah, erhöhter Verkaufswert. Nice. Oh, allerdings auch 58. Ach so, ja, Quatsch. Aber ich kann ja ihr bei ihr den Bogen eh nicht auswechseln. Okay, kann also auch alles weg. Und den müssen wir verkaufen. Okay, ganz normales Zeug. Nichts Spezielles. Okay, 50 hat der als Startwert. Könnte aufgrund der Startwerte, könnten es wieder bessere Waffen werden. Na, gleich gucken. Gleich mal kurz gucken. Gleich mal kurz gucken. Und dann schließen wir den Part eh ab. Ich denke, das war sowieso die letzte Mission jetzt, oder? Ich glaube, das war die letzte Mission vor der Rückeroberung von Hyrule. Wenn ich es richtig sehe. Da haben wir jetzt den Krog. Da war kein Krog. Da war kein Krog. Da war kein Krog. Da war kein Krog. Da war ein Krog, den haben wir. Ja, haben wir alles. Sehr gut. Okay, cool. Na dann. Gehen wir nochmal Donai. Zelda. Ah nee, das war verkaufen, war das, was ich machen wollte. Oh, es sind sogar zwei Bögen. So. Dann können wir auch mal fix den Lichtbogen hier mit allem kombinieren, was wir so haben. Ach. So. Dann. Fahrt jetzt so ein Ding, das ist 46 und da ist eins mit 40 Startwert, das wird aber, nee, das wird nicht stärker. 46 sage ich schon. 87 hat sie ja. Ich laber Müll. Hört gar nicht auf mich, ich laber Müll. Das lassen wir so. Wer war jetzt noch? Sidon hat noch irgendwas bekommen, ne? Genau, die 50er. Ja, die muss stärker werden. Das ist sowas von auf jeden Fall stärker. Schaden durch Gegner um 3% reduziert oder Spezialangriffsleisten Regeneration plus 9%. Dann nehmen wir doch das mit. So rum. Ja, aber sowas von. Zack, 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 zack. Jawohl, das klingt doch vernünftig. Sehr schön. Hat ja auch wieder eine stärkere Lanze. Kommt, dann schmeißen wir die zwei noch mit rein. So, weg damit. Gut. Das heißt, die nächste Mission ist tatsächlich die Rückeroberung Hyrules. Die kann ich mit 4 Leuten bestreiten. Ich würde jetzt mal sagen, klar, Link ist logisch. Allein, dass man Link austauschen kann, muss doch eigentlich bedeuten, dass es noch nicht das Finale ist, oder? Sonst, also das Finale muss man doch mit Link spielen. Zelda nehmen wir auf jeden Fall rein. Ja, Impa würde ich auch sagen. Und Mipha. Oh, es ergibt Sinn. Mipha, Urbosa, Revali und Daruk sind raus, weil die Titanen steuern. Das ergibt Sinn. Ja, dann... Ach, der König.
Natürlich, den König nehmen wir rein. Ich werde meine Pflicht tun, wie es sich für einen König geziemt. Richtig, genau, alles klar. Ich ziem dich auch gleich mal. So, was hast du eigentlich? Ah ja, stabil. Dann starten wir nochmal mit dem 50er-Ding hier. Welches ist besser? Schaden durch Attackenhagel plus 7%, Spezialangriffsleiste. Ich mag diese Regeneration der Spezialangriffsleiste, muss ich ganz ehrlich sagen. Mag ich ein bisschen mehr. Daher würde ich die als Basis nehmen. Und das andere kann ja noch theoretisch dazukommen. Genau. Richtig, so meinte ich das. Ab dafür. So. Okay. Ja, dann sind wir doch soweit zufrieden, würde ich sagen. Ne? Jetzt kann ich mir hier weiter so ein Dings kaufen. Nee. Hier. So ein Ausdauerhonig, falls ich mal wieder welche brauchen sollte. Kaufen wir gleich wieder 3 Stück. Hätte ich öfter machen wollen, habe ich vergessen. Ist egal. So. Nächstes Mal. Die Rückeroberung Hyrules. Ich bin sehr gespannt. Bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.